Wir starten heute am frühen Morgen und erstmal geht es mit dem Auto in Richtung Frankfurt und von dort aus dann mit dem ICE nach Berlin und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Das Auto habe ich hier im Parkhaus Platzhirsch am Flughafen abgestellt und von dort aus geht es dann mit einem kurzen Shuttle zum Terminal 1 und von dort aus kann man ja dann rüberlaufen zum Fernbahnhof. Das Ganze habe ich gemacht, weil ich auf dem Rückweg dann mit dem Flugzeug kommen werde. Das wird noch einige Videos dauern, denn nun fängt wieder eine längere Reiseserie an. Und wir starten eben hier im Fernbahnhof und dort geht es dann mit einem ICE-T in der Lounge nach Berlin zum Hauptbahnhof. Wir schauen mal auf die Karte, fahren jetzt also quasi einmal quer durchs Land. Genau genommen müssen wir das in zwei Abschnitten anschauen, denn es passt sonst kaum auf die Karte. Hier erstmal Fulda, Kassel, Göttingen, Hildesheim nach Braunschweig und von dort aus dann weiter über Wolfsburg ohne Halt nach Berlin. Ja, und hier ist auch schon angekommen, der ICE-T in Doppeltraktion, aber nur eine davon kann benutzt werden, die andere wird verschlossen mitgeführt. Und ich habe meinen Sitzplatz hier direkt in der Lounge. Seht schon, da war noch gar kein Licht an, kann man aber oben links einschalten für alle Fälle, falls ihr mal in der Lounge unterwegs seid und dort auch kein Licht an ist. Lichtschalter ist also auch für Fahrgäste zu finden, wenn man weiß, wo er ist. Ich war noch nie in der Lounge im ICE-T, das ist jetzt das erste Mal dort. Seht schon, die Sitze sind die Standardsitze vom ICE-T und die älteren Sitze vom ICE-3. Ein Unterschied sind leider die Tische, denn die sind etwas kleiner. Ansonsten aber gleiche Ausstattung, Steckdosen, Leseleuchten, verstellbare Sitze, alles vorhanden. Ihr seht es hier jetzt aber schon am Laptop. Der ist jetzt gar nicht so groß und passt eigentlich nicht auf diesen Tisch, also es war kaum möglich zu arbeiten. Ihr seht, wie der da hin und her rutscht. Also wenn ihr arbeiten wollt, dann würde ich euch dringend davon abraten, einen Sitzplatz in der Lounge zu reservieren, denn dort sind die Tische eben zu klein für Laptops. Hier verlassen wir jetzt den Frankfurter Flughafen und mein ICE fährt nicht über den Hauptbahnhof, sondern hält in Frankfurt am Main Süd, das ist dann entsprechend der nächste Bahnhof. Und das spart natürlich einiges an Zeit, weil das Kopfmachen entfällt. Hier geht es erstmal vorbei am Stadion von Frankfurt. Hier jetzt gerade die Hauptstrecke Richtung Mannheim und im Hintergrund die Frankfurter Skyline zu sehen. Und hier haben wir dann Frankfurt Süd erreicht. In diesem ICE gab es auch wieder Service am Platz, das wusste ich allerdings nicht, das scheint sich aktuell durchaus noch zu unterscheiden, deswegen hatte ich mir den Kaffee schon selber geholt, geht natürlich auch im Bordbistro, kann man sich natürlich auch alles selber holen. Jetzt geht es hier erstmal bis nach Fulda, ohne weitere Zwischenstopps, also kein Halt in Hanau zum Beispiel. Nächster Halt ist dann hier auch schon erreicht, entsprechend Fulda. Danach geht es über die Schnellfahrstrecke, die habe ich euch nun des Öfteren schon vorgestellt, vor allen Dingen bei den Videos, wo ich zur Mein Schiff 1 nach Hamburg gefahren bin, kam die Strecke hier mehrfach vor, deswegen hier jetzt der Abschnitt abgekürzt, hier haben wir Kassel-Wilhelmshöhe und danach dann der Bahnhof von Göttingen. Und hinter Göttingen wird es dann wieder interessant, denn dann verlassen wir die Strecke über die sogenannte Sorsumer Kurve und kommen direkt danach dann nach Hildesheim. Hildesheim Hauptbahnhof ist dann auch unser nächster Zwischenhalt. Thank you.
Und von Hildesheim aus geht es dann weiter zum Hauptbahnhof von Braunschweig. Kurz vor Braunschweig überqueren wir hier den Stichkanal Salzgitter und kommen dann nach Großgleidingen. Und dort, ihr seht es im Hintergrund schon am IC2, treffen sich zwei wichtige Bahnstrecken, nämlich eben die von Hildesheim kommend und die von Hannover kommend. Die laufen dann gemeinsam hier bis zum Braunschweiger Hauptbahnhof. Hier befindet sich auch das Zughotel von Rail Adventure, das heißt, dort können Bahnunternehmen ihre Züge abstellen. Deswegen sieht man hier gerne auch mal außergewöhnliche Züge. Hier war zum Beispiel ein neuer Intercity für die Niederlande oder auch ein Desiro HC für Israel zu sehen. Dann geht es weiter in Richtung Wolfsburg, haben wir hier schon erreicht, entlang am Mittellandkanal, und natürlich kommen wir dann hier zum VW-Werk von Wolfsburg. Im Hintergrund erstmal die Werksanlagen und hier dann auch die Autostadt, also das Besucherzentrum, direkt am Bahnhof von Wolfsburg. Allerdings fahren wir hier ohne Halt durch. Das Ganze auch geplant. Gab ja mal eine Zeit lang häufiger das Problem, dass ICEs durchgefahren sind durch Wolfsburg, obwohl sie hätten anhalten sollen. Wir fahren hier aber planmäßig durch Wolfsburg durch. Direkt hinter der Autostadt befindet sich dann auch das Stadion von Wolfsburg. Für die weitere Strecke über Stendal bis nach Rathenau gibt es ja auch noch eine außergewöhnliche Besonderheit. Wir sind hier auf einer Schnellfahrstrecke unterwegs und fast die gesamte Zeit darüber parallel läuft auch eine Regionalbahnstrecke. Allerdings ist die Regionalbahnstrecke nicht elektrifiziert. Also man hat zwar hier die Schnellfahrstrecke, logischerweise elektrifiziert, allerdings die komplett parallel verlaufende Regionalstrecke, die ist nicht mit elektrifiziert worden. Deswegen kommen hier auch Dieseltriebwagen dann zum Einsatz bis Stendal von Abellio und von Stendal bis Rathenau von Hans der Hanseatischen Eisenbahn. Stendal umfahren wir hier auch und fahren dann hier jetzt über die Elbe. Wir fahren jetzt also ohne Halt bis nach Berlin. Bei Rathenow geht es dann auch über die Havel. Hier haben wir dann Rathenow auch erreicht. Wie gesagt, alles ohne Zwischenhalte. Und kurz vor Berlin geht es dann hier noch über den Havelkanal. Und dann kommen wir auch schon nach Berlin-Spandau, unser erster Halt in Berlin. Dort bin ich noch nicht ausgestiegen, sondern ich fahre weiter bis zum Hauptbahnhof. Und dazu werden wir auch ein kurzes Stück über die Stadtstrecke von Berlin fahren. Dazu müssen wir jetzt erstmal hier an der Messe entlang und kommen dann in die Innenstadt auf die Stadtstrecke. Fahren dann erstmal durch den Bahnhof Zoologischer Garten ohne Halt durch und erreichen dann unseren nächsten Halt Berlin Hauptbahnhof. Und dort bin ich dann auch ausgestiegen. Der ICE ist noch weiter bis zum Ostkreuz gefahren. Ja, also kleines Fazit, der ICE-T wird ja gerne mal als einer der komfortabelsten ICEs bezeichnet. In der Lounge muss ich sagen, nicht so wirklich, vor allen Dingen eben, weil der Tisch etwas kleiner ist, ein bisschen weniger Komfort eigentlich vorhanden ist. Also das ist vielleicht eher was, wenn man in Ruhe dort sitzen möchte, lesen möchte, aber nicht, wenn man gerade arbeiten möchte, dann lieber den Großraum wählen. Für mich ging es dann ins Scandic Hotel am Potsdamer Platz und von dort aus werden dann auch die nächsten Videos alle starten. Das war's damit für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich über eure Likes, Kommentare, Abos freuen und wir sehen uns dann im nächsten Video.